Servus, grüezi und hallo. Für rheinische Verhältnisse ein wahnsinniger Neuschnee. Ja, und klar, dass ich da raus muss. Viel Spaß. Ja, kleines vorweihnachtliches Naturgesteck. Ja, hier in der Gegend gibt es viel Ilex und da will ich nachher auch mal gucken, dass ich da vielleicht irgendwo noch ein, zwei Zweige finde für die Deko. Aber das hier ist schon extraordinär schön. Tja, ein echter Lost Place. Und zwar gab es hier in diesem Waldstück in den 70er, 80er, 90er Jahren einen Trimmdichtpfad. Der ist mehr oder weniger inzwischen vollständig verschwunden, verfallen und. Aber ab und zu findet man da noch sowas. Also wer sich traut und will, der kann da rechts nochmal ein bisschen aktiv werden. Doch, das hält sogar. Also die Stange hält besser als mein Rücken. Treffer, da habe ich doch jetzt mal eine der Dinge gefunden, die mir jetzt in meiner vorweihnachtlichen Sammlung noch fehlten, nämlich ein bisschen Harz zum Räuchern. Und ich stehe auf Harz, ich habe deswegen meistens so ein kleines Döschen dabei. Da war ursprünglich mal ein Zeckenset drin. Und dann habe ich mir da so einen kleinen Holzspachtel gemacht. Und mit diesem kleinen Holzspachtel kann man jetzt ohne zum kleinen Holzspachtel, ohne, wo ist er, da ist er, ohne, der ist sogar ein bisschen angeschärft, haha, so, und ohne, dass man da jetzt allzu viel am Baum kaputt machen könnte oder sich ein Messer versaut, und dann ein kleines Plastiktütchen, das wird immer wieder verwendet, und so habe ich dann also mein Rohmaterial zum Räuchern oder auch zum Salben machen, zum Zunder machen und also ja, da gibt es ja 1000 Videos drüber, warum das so ein tolles Material ist. Ja, eine ganz merkwürdige, schöne Stimmung hier jetzt. Es ist mal gerade 15 Uhr und eigentlich hat man das Gefühl, die Sonne geht schon gleich unter hier. Ja, Mitte Dezember, kurz vor der Sonnenwende, da ist das halt eben so. Tja, das hier ist der sogenannte Friedwald bei Loma. Ja, da kann man sich also unter einem Baum bestatten lassen mit einer Urne, die dann biologisch abgebaut wird. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die das so aus der Nachbarschaft oder so, die das gemacht haben. Das Dumme ist nur, aus Datenschutzgründen sagen die einem nicht, unter welcher Nummer der Bekannte oder Verwandte liegt. Wenn man den Baum nicht kennt, dann ist das quasi eine anonyme Bestattung. Also ja, ich finde es ein bisschen grenzwertig und vor allen Dingen auch nur deswegen funktioniert die Geschäftsidee, weil man die Urne nicht zu Hause zum Beispiel im eigenen Garten verbuddeln darf, was ja biologisch vollkommen unsinnig ist. Aber ja, ist halt eben so und deswegen funktioniert das und ab und zu findet man dann tatsächlich nochmal alte Nachbarn oder Bekannte oder so wieder. Aber planen kann man das halt leider nicht. Einen Vorteil hat es natürlich, da steht eine Bank und da gibt es jetzt einen Kaffee und ein paar Lebkuchen. So, heute gibt es dann mal die Quick and Dirty Lösung. Ich habe mir so eine Coffee Sticks gekauft im Supermarkt. Da ist Zucker, Milchpulver, löslicher Kaffee drin. Ja, es ist natürlich eigentlich eine Sauerei, aber geht schnell. Und schauen wir mal, ob es auch schmeckt.
Ja, das ist natürlich jetzt die Quick and Dirty Variante. Das Wasser habe ich von zu Hause mitgebracht in dieser Wald- und Wiesenthermoskanne. Ja. Stöckchen ist gut. Na ja, gut. Ist jetzt nicht der Hit, aber kann man trinken. Ja, also wird vielleicht ein bisschen dünn geraten. Schmeckt wie Muckefuck. Muckefuck, kennt ihr noch einer? Das ist Karo-Kaffee und Kunstkaffee, Zichorien-Kaffee haben die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg getrunken. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich kenne das von meinem Opa noch. Der hat den manchmal lieber getrunken als den besten Bohnenkaffee. Hm. Ja, ist okay. Vor allen Dingen ist es heiß und das tut gut bei dem Wetter.